Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Retro Manu Challenge. Der gute Retro Basti und ich haben uns mal wieder zusammengesetzt und uns eine Challenge überlegt. Und zwar werden wir den zeitlosen Mumienschanz aus Captain Toad Treasure Tracker genau einmal zocken. Und die Challenge ist, mehr Münzen zu sammeln als der andere. Wie gesagt, in genau einem Durchgang. Wir haben nur einen Versuch. Und wer mehr Münzen hat, ist der Sieger. Ich würde sagen, starten wir auch direkt los. Ich bin gespannt, wie viele Münzen ich bekommen werde in einem Durchgang. Und ja, es wird nicht leicht. Es wird auf jeden Fall schwierig. Ich habe es privat noch gar nicht geschafft. Genau. Ihr wisst nun, wie sehr das Level für mich schwierig ist. Ich werde auch ein bisschen ruhiger sein als in anderen Videos vielleicht. Weil ich mich hier doch sehr stark konzentrieren muss. Und genau. Ich muss ja so viele Münzen wie möglich in einem Durchgang kriegen. Und das ist sehr schwierig, da noch nebenher ein gutes Commentary hinzukriegen. Deshalb, genau, gucke ich einfach mal, dass ich einige Münzen hier bekommen werde. Ich laufe einfach mal so durch. Und nehm das mit, was so gut auf dem Weg liegt, ne, für mich. Genau. Genau so werde ich das machen hier. So und nicht anders. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar Coins mitgenommen. Bin eigentlich ganz zufrieden mit der Ausbeute hier. 412 Coins. Es geht eigentlich klar, finde ich. Geht auf jeden Fall klar, ne? So, hier 485. Schade. Da hätte ich gern ein paar mehr mitgenommen. Aber da war ich ein bisschen unter Druck wegen den Kamex und so. Also wegen den Magie-Koopas heißen sie ja eigentlich. Genau. So. Ist auch natürlich schwierig, ne? Optimale Kameraposition dafür zu finden, wo man sich die Kamera da, hoho, das war knapp, am besten hinlegt, ne, genau, hin positioniert. Alter, war das schon wieder knapp. Ey, ich weiß nicht, wie ich hier durchgekommen bin, ehrlich, ohne Gegentreffer. Das war gerade mehr Glück als Verstand. Also mein Ziel ist auf jeden Fall, also ich würde ganz, also 1000 Coins würde ich ganz gern zusammenkratzen, auf jeden Fall. 1000 Coins ist auf jeden Fall mein Ziel, oder ich denke, das ist auf jeden Fall schaffbar. Ich weiß nicht, wie viel ich kriege, vielleicht kriege ich auch mehr, ne? Wir werden sehen. So, hier erstmal kleine Erholungsstätte. Was ich hier machen werde, klar, ich könnte mir auch die Spitzhacke nehmen, aber ich rupfe das alles einzeln aus, dann kann ich bei der nächsten Etage, Ebene, wie auch immer, durchrocken auf jeden Fall, ne, mit der Spitzhacke. Genau, das ist so mein Plan. Und, ja, passt dann, denke ich, ne. Ich weiß jetzt nicht, wie es der Basti machen wird, aber ich bin auch schon sehr gespannt, wie viele Coins er so kriegen wird. Warte, dann nehme ich noch hier die eine Bonus-Coin mit. Ist auf der anderen Seite vielleicht auch ein Plakat? Nein, okay. Also, die Action geht auf jeden Fall weiter. Die Action geht auf jeden Fall weiter hier. Es war ja so eine kleine Aufladestation. So eine kleine Erholungsstätte, wie auch immer. Also 1000 Coins habe ich auf jeden Fall schon mal. Das ist sehr nice.
Und ich habe bisher auch keinen Gegentreffer gekriegt. Mal schauen, wie lange ich das noch so durchhalte. Genau. Und, ja, ne? Schauen wir mal, wie viel Coins ich noch krieg. Vielleicht 1500? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kommt ja auch immer ein bisschen aufs Glück an, wie die... Die Ebenen sind ja, denke ich, zufällig generiert, ne? So ziemlich. Die Ebenen an sich sind ja so ziemlich zufällig generiert, meines Wissens nach. Deshalb, da kann man sich jetzt nichts großartig merken. Okay, der musste in der Ebene hier lang und in der Ebene dort lang. Alter Vater, die Chucks, die sind knifflig. Lass mich schnell durch diese Etage kommen, bitte. Ebene, wie auch immer. Also ich denke, 1500 dürfte ich auf jeden Fall noch kriegen. Aber ob ich noch sonderlich mehr kriege, weiß ich nicht. Da habe ich jetzt mal einen Gegentreffer gekriegt. Das war jetzt aber auch blöd. Das war jetzt aber auch sehr blöd. Die Stelle. Okay. 1500 Coins habe ich auf jeden Fall schon mal. Das ist nicht schlecht. Aber, ne? Es wird nicht einfacher hier. Es wird auf keinen Fall einfacher. Ich bin auf jeden Fall sehr nervös. Ne? Sehr angespannt. Gut, aber wie sollte es auch anders sein in diesem Level, ne? Wir kennen es alle. Wir hassen es alle. Scheiße. Ja, wo soll ich jetzt da lang? Da konnte ich gar nicht großartig ausweichen. Da habe ich gerade Bockmist gebaut ein bisschen. Genau. Aber ich habe auch diese Ebene geschafft. So, Ebene 20 wird, glaube ich, wieder eine Erholungsstation. Wenn ich das noch schaffen sollte, ich weiß es nicht. Der Weg war auf jeden Fall falsch. Ey, shitting. Shitting. Ey, das wird schwierig. Das wird nicht einfacher, sag ich euch. Okay. Wenigstens bis hierhin geschafft. Ich guck mal, gibt's hier wieder so ein... Da gibt es zwei Poster sogar. Die geben mir nochmal zwei Gratis-Coins. Das ist nice. Ich weiß nicht. Wie weit ist wohl der Basti gekommen in der Challenge? Ich weiß es echt nicht. Bei dieser Challenge... Ich weiß nicht. Da könnten beide eigentlich... Also wir beide... eine Chance haben zu gewinnen, ne? Das letzte Mal war ja wieder eine Retro-Challenge. Das war klar, dass da der Basti gewinnt. Er kennt da die Taktiken und so, aber diesmal so. Ja, also wir haben beide dieses Level privat noch nicht durch. Deshalb, ne? Ist für uns beide ein bisschen schwierig hier. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wer gewinnt. Ich würde mich auf jeden Fall über den Sieg freuen. Aber ich würde auch Basti den Sieg gönnen, auf jeden Fall, ne? Bei so einem schwierigen Level. Genau, da würde ich Basti auch den Sieg gönnen. Aber so wie immer eigentlich, ne? Ich meine, wir machen die Challenges ja nur zum Spaß. Und nicht um irgendwie hier uns... um uns kaputt zu metzeln, was weiß ich. Wir wollen einfach nur Spaß an der Sache haben und das ist alles, ne? Wir wollen einfach nur ein bisschen Spaß haben an dem ganzen Zeugs hier, an den ganzen Challenges. Deshalb machen wir das auch ohne Bestrafungen oder irgendwas. Das soll einfach Spaß machen und fertig. Oh, wow. Wo geht's lang? Ist scheiße. Shit. Ey, wo hätte ich da jetzt hin sollen? Ich habe keine Ahnung. Aber, Leute, das war's auf jeden Fall von dieser Retro-Manu-Challenge. Genau. Ich habe auf jeden Fall einige Coins bekommen, über 2000. Und, ja. Schaut auf jeden Fall Bastis Video an dazu, ne? Ist auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt und natürlich
Lasst ihm ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Retro-Manu-Challenge wieder. Ihr könnt natürlich auch mal ein paar Vorschläge schreiben, die gut ins Konzept passen würden. Und ja, dann danke ich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Und tschüss.